entweder die Teetrinkerin oder zu viele Hobbys, zu wenig Zeit. Sowohl als auch. Ich plane immer einen groben Rahmen, damit ich weiß, wohin die Geschichte läuft und wie sie endet, und lasse mir selbst die Freiheit, die Szenen kreativ zu füllen und spontan, weil die Charaktere manchmal machen, was sie wollen, und das sollen sie dann auch tun. Das waren keine Stars, es waren Pokémons oder Dragon Ball Charaktere. Das erste, was ich geschrieben habe, was ich auch fertig geschrieben habe, ist nicht lesbar, aber ich war 16 und es geht um ein Mädchen, das auf einem Raumschiff von Aliens entführt wurde, das geklont wurde und dann in Fantasy-Welten reisen musste, um diese zu retten. Das, weil ich liebe die Natur und ich liebe Wald und Wiesen, aber ohne Kino kann ich leider nicht leben. Okay, ich möchte irgendwann ein Buch schreiben über deutsche Mythenfiguren, aber die deutsche Mythologie ist einfach verdammt gruselig und ich bin ein Angsthase und deswegen habe ich mich noch nicht daran getraut, obwohl ich die Idee total gerne mag. Mit Tee, Kräuter in heißem Wasser. Also von allen Büchern dieser Welt ist meine fiktive Figur Blue Sargent aus der Raven Boys Reihe, weil sie als Buchfigur mir am ähnlichsten ist. Was war ich? Wassermann. Wassermann. Bei den Chinesischen bin ich ein Hase. Es gibt so viele leckere Tees. Es wäre schade, nur einen besten Tee der Welt zu haben. Ich trinke viel Earl Grey und English Breakfast, aber auch gerne alle Kräutertees, am liebsten mit Lavendel. Ein Schneespaziergang, in der Hoffnung, dass es im Winter schneit. Ich würde gern mal ein Jahr in Florenz wohnen und ich möchte gern mal eine Singstimme in einem Disney-Film sein. Ich lese gerade eine Reihe, eine Fantasy-Crime-Reihe, und die Hauptfigur John, da hätte ich gerne, dass er mein bester Freund ist. Spätsommer und Herbst, weil ich liebe, wenn es warm ist, aber ich liebe auch die Farben im Herbst. Jane Austen, weil sie eine tolle Frau war und weil es sehr faszinierend ist, wie sie sich in ihrem Leben durchgeschlagen hat zu ihrer Zeit. Und Esther aus der Bibel, weil sie eine Frau war, die politisch unglaublich viel erreicht hat, obwohl sie in einer Zeit gelebt hat, in der Frauen nichts zu sagen hatten. Ich liebe am meisten, wenn die Charaktere tun, was sie wollen. Es gibt immer einen Moment, in dem sie einfach selber agieren oder mir sagen, wie sie agieren wollen. Und das ist immer sehr spannend, weil es mich dann auch überrascht. Super, so schön hier. Ich liebe Architektur und ich liebe Kultur und es ist einfach wunderschön hier.